zum Stimmeöl. Wir spielen Hände außer Kontrolle. Einer von euch, nämlich Barbara, spielt eine Erfinderin. Ein zweiter, Max, deren Arme. Und die Erfinderin wird von Elmar interviewt und die muss nun anhand der Arm- und Handbewegungen von Max wiederum herausfinden, was sie eigentlich erfunden hat. Also, Barbara, ich würde sagen, du begibst dich mal auf deinen kleinen Erfinderinnenstuhl und setzt noch mal die schalldichte Kabine auf. Okay. Und wendest dich bitte von uns ab. Ja, ja, natürlich. Ich hole mir jetzt erstmal von Ihnen, meine Damen und Herren, welche Maschine, denken Sie, müsste mal dringend erfunden werden? Eine Käsekuchenmaschine, wie gut. Das was? Das Beamen, ja. Die Orgasmusmaschine. Die FC-Gewinnmaschine. Die was? Die Sekundenrettungsmaschine, genau. Für einen Kreml. Da hinten war noch was? FC-Gewinnmaschine. Eine FC-Gewinnmaschine, ja. Eine FC-Gewinnmaschine. Die finde ich schön und die brauchen wir auch, meine Damen und Herren. Die FC Köln-Gewinnmaschine. Ja, ich würde sagen, Elmar, komm, begebe dich in deine Interviewposition. Ich hole jetzt Barbara. Ich darf dich befreien. Ja. Wenn Sie sich jetzt umwenden mögen. Ja, jetzt. Okay. Da kommen nämlich jetzt Ihre Hände ins Spiel. Ja, Barbara, du bist eine Erfinderin. Und gibst jetzt vor allem Elmar ein Interview. Und wir hoffen, dass du im Laufe des Interviews herausfindest, was du Schönes erfunden hast. Ist denn vorgesehen, wo ich meine Hände hier verstaue? Ist da ein Täschchen? Ich weiß gar nicht, egal wo man hinfasst, man ist überall direkt an diesem Körper. Ja, ja. Okay. Oh. Ich würde sagen, lass die Hände einfach mal die ganze Arbeit machen. Ja. Also, wir sind gespannt. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Erfindungen, die wir hier in Köln wirklich brauchen. Frau Schöneberger, Sie haben da eine Maschine erfunden. Wie sind Sie drauf gekommen, dass das notwendig ist? Nun wissen Sie, ich habe viele Reisen unternommen. Ich war in Asien, ich war in Europa, ich war in Amerika. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist ein Gerät, das fehlt. Danach sehnt sich Mann und Frau. Und da habe ich mir gedacht, warum nicht mal diesen kleinen Kasten entdecken mit Knöpfen dran zum Beten. Nicht beten. Beten ist nun wirklich eine Sache, die man gestern getan hat. Heutzutage entfindet man runde Kästen mit großen Brüsten. Also ja. Sie lachen. Sie denken, ich bin bekloppt, aber... Ich muss ehrlich sagen, ich fand diese Entwicklung sehr, sehr wichtig für die Menschheit, denn schließlich kann man damit Sport treiben, laufen und auch schwimmen. Ja, Sie haben es eben ganz richtig gesagt, das Runde muss ins Eckige, nicht? Ja. Und auf diesem Wege wollte ich weitergehen, deswegen habe ich ein kleines Kügelchen erfunden. Ein mittelgroßes Melonen, circa melonengroßes, ballartiges Produkt, mit dem man das von alleine läuft und dabei spricht. Rein ins Eckige rein geht. Und das, wie kommt das? Also was ist Ihre Verbindung zu diesem Verein? Na, selbstverständlich interessiere ich mich seit Jahren für Fußball, für Köln. Moment, ich habe wahnsinniges Kopfkratzen. So, jetzt geht's wieder. Ja. Nun ja, also dieser Verein liegt mir am Herzen und Lukas Podolski ist scheiße. Der ist ja in dem Verein. Und der ist in dem Verein der Geistbock? Ist gut, stark, der Hennes. Ist ein starker Bock.
Ja, aber der. Aber der hat. Der hat ja nicht helfen können. Nein, der hat nicht helfen können. Mit dem, der Ball muss nach oben ins Tor geschossen werden. Und dafür habe ich eine Maschine erfunden, die eine absolute Garantie, Torgarantie sozusagen zusichert. Die führt dazu, dass alle Fußballspieler nach oben, nur noch nach oben, also vom Himmel geleitet, beten. Ach, eine Betmaschine. Ich bin vergesslich, seit ich diese Tabletten nehme. Es ist ja nun schon so, dass der erste FC... Ja? Dass der seit der Erfindung ihrer Maschine... in den Himmel gestiegen, siegt nur noch. Ein Sieg nach dem anderen, denn dank meiner guten Arbeit, meiner Maschine, schießen die nur noch Tore am laufenden Band. Oh, das war hart, ne? Wie soll das denn gehen? So eine Maschine. Das hast du erfunden und wir sind dankbar. Wir sagen Dank dafür. Ja. Ihr Lieben, kommt gleich auf unsere Showbühne. Ich habe nämlich jetzt für euch noch eine kleine Überraschung. Wir haben jetzt noch einen musikalischen Gast, der zu uns kommt. Meine Damen und Herren, hier ist Helmut Zerlett. Ja! Hallo! Helmut! Ja, meine Damen und Herren. Und mit Helmut Zerlett können wir natürlich noch eine kleine musikalische Improvisation machen. Aber wir gehen jetzt in eine kleine Pause und dann kommt ein musikalischer Höhepunkt von euch Fünfen sozusagen. Ich freue mich. Bis gleich.